Also den Hund aus dem Fenster. Daddel, ich glaube, das ist keine Option. Ich glaube, da hält der Hund nicht so viel von. Ist, glaube ich, auch viel zu schwer. Danke. Wenn sich jemand für die Sendung hat, das verteilt sie noch im Verlassen. Es gibt so Bemerkungen. Nicht stößen, das ist mit dem T-Shirt. Was meint ihr mit euch? Oh Mann. Oh Mann. A few moments later. Jo. Ja. Egal, was wir nehmen. Ein sehr langer Traum. Ja. Warte immer noch auf die Inni. Wenn sie nicht gestorben sind, dann warten sie noch immer. Ich will doch nur in die laufen. Bin nur noch drei Labak fest. Oh Gott sei Dank. Warte mal. Wo war das jetzt nochmal? Da. Dann komme ich mit den ganzen Ätheriten durcheinander. Lad schneller! Lad um dein Leben! So, Katzen drehen ab. Auch nett. Wahnsinn, sieht immer noch so aus wie früher. Okay. Oh, hi. Oh, bitte sagt, dass ihr selber redet. Bitte sagt, dass ihr selber redet. Bitte, bitte, bitte. Ich will nicht lesen. Ja? Eventuell? Wir können jetzt zum Beispiel mal runter machen. Los machen. Den da habe ich. Den da will ich noch haben. Ich schätze mal bis 1. Vielleicht 2. Mal gucken. Solange wie ich noch relativ fit bin. Also noch geht's. Ich mache das schon ein bisschen von der Müdigkeit abhängig. Aber da ich mit dem einem Dufte und Hybrid noch eine Innie laufen wollte. Oder zwei Innies. Willst du noch ein bisschen dauern? Geistig auf angelegt wird. Ja, Sport habe ich für alles herausgenommen, weil ich ja meine Knieverletzung habe. Ich, Dussel hat mich ja gestern auf die Fresse gelegt. Ich bin froh, wenn ich die Treppe rauf und runter komme. Ich hatte einen sehr langen Traum. Deswegen habe ich für heute und wahrscheinlich auch für morgen erstmal die Kniebeugen rausgenommen. Es sah nicht schön aus gestern. Also ich bin froh, wie gesagt, wenn ich mein Knie einigermaßen oder mein Bein einigermaßen bewegen kann. Es tut immer noch höllisch weh. Es hat auch geblutet wie Sau. Eine Hose ist dabei kaputt gegangen. Und das einfach nur, weil ich mit einem kaputten Schuh wandern gewesen bin. Wir hatten ja gestern unseren Jahrestag und ja. Ich blöde Kuh habe mich auf die Fresse gelegt. War super. Es war so wieder so typisch ich. Ein Trostknuddler. Ja, danke. Frisches war erstmal nur so teilweise geschockt und dann auf der anderen Seite wieder so,
oh, du blöde Kuh. So dass ich wollte, jedes Mal das Gleiche mit dir. Und jetzt passiert mir leider echt oft. Das ist schon unangenehm. Wobei, das war jetzt das zweite Mal dieses Jahr. Aber das erste Mal, dass es wirklich wieder schlimm war. Letztes Jahr? Nee, letztes Jahr war gar nichts. Das waren die Schuhe, na klar. Also tatsächlich, bei mir war vorne die Sohle, oder ist vorne die Sohle kaputt. Das heißt, guckt einmal so komplett raus. Das habe ich aber nicht gesehen, als ich die Schuhe angezogen habe. Dachte halt nur, hinten wäre kaputt. Nein, es war auch vorne kaputt. Und ich bin einmal, also die Sohle ist einmal umgeklappt. Damit bin ich halt nach vorne geknallt. Und ja, jetzt habe ich eine Handverletzung. Handfläche geht sogar schon wieder. Finger ist halt eingerissen. Oben so ein bisschen. Jetzt schön geblutet. Und Knie. Sieht echt super aus. Ich habe natürlich noch ein Erinnerungsfoto von gemacht. Ja, ich bin seltsam, ich weiß es. Da bleibt man schnell hängen. Ja, wie gesagt, ich blöde Kuh hab das halt nicht gesehen. So, warte mal, ich muss einmal ganz kurz die Öhrchen aufsetzen. So. Öhrchen sitzen. Ja, wie gesagt, das habe ich halt so leicht übersehen. Für eine Indie lasse ich mich auch gerne einen Preis schlagen. Ja! Ja! Sehr geil! Kann ich. Ist mir auch schon passiert, hatte aber Glück. Ist doch mal so, wie eine Erinnerung mehr. Da bleibt nur als Foto für deine Gruselsammlung. Genau! Genau! Also vor 3 Jahren hatte ich ja meinen Autounfall. War allerdings das andere Knie. Und das hat sich sogar entzündet. Und das hat so immer so schön gesuppt. Und ich hatte damals einen Kumpel. Und ich wollte halt einfach nur zeigen, ja, das ist der Grund, weswegen ich zurzeit nicht zur Schule konnte. Weil er mir halt nicht geglaubt hat, dass ich mich so schlimm verletzt hatte. Da hat er dann halt ein Bild gemacht davon. Und er war gerade am Essen und ihm ist danach schlecht geworden. Hat mir aber dann geglaubt als, ne? Aber ich mache gerne Fotos von meinen Verletzungen. Es ist seltsam, ich weiß es. Wir wollen Blut sehen. Ich zeige das Bild wohl, weiß ich nicht, weil ich weiß nicht, ob das Leute triggert oder nicht. Ich glaube, das will nicht jeder sehen. Ich wollte es eigentlich selber nicht mal sehen, aber ja. Ne? Ich habe trotzdem ein Bild von gemacht. Content Creator für schlimme Seiten. Ja. Sind von der kompletten Vierergruppe. Ja, stimmt. Hybrid muss ich mir nochmal anschreiben dann. Ein neuer Tag bricht an den Tunnel an. Schon Hautblut und Knochensplitter. Hautblut, aber keine Knochensplitter. So schlimm war es bisher noch nicht. Bis auf den Knochen ging es nie, aber fast einmal. Letztes Jahr hatte ich mir einen Splitter in den Fuß gelaufen. Und der ist schön Richtung Knochen gewandert. Und ganz kurz vorm Knochen, also das war nicht mal lange, ich glaube so 1-2 Tage noch, dann wäre das Ding direkt in den Knochen reingegangen. Vielleicht auch noch ein bisschen länger, aber es war wirklich kurz vor knapp, dass das rausoperiert wurde. Ja, das war letztes Jahr an meinem Geburtstag. Ich hatte einen schönen Geburtstag. Und eine schöne Geburtstagswoche. Das war, ja, er hätte böse enden können. Ich bin aber Gott sei Dank noch rechtzeitig zum Arzt gegangen. Ich hatte allerdings auch Schiss. Und das Geilste, die hat mir dann ja eine Spritze gegeben, eine Betäubung. Die Betäubung hat aber erst gewirkt, als ich aus dem Laden wieder raus war. Das heißt, während der Behandlung habe ich erstmal noch alles gespürt. Und ich habe geschrien. Ich habe den kompletten Laden zusammen geschrien. Ich hatte solche Schmerzen. Ey, das habe ich noch nicht erlebt. Den Knochen hämmert. Ich weiß nicht, ob er dann weiter wandert. Dann kann ich dann doch nicht. Mit 70 ist die eine oben auf den Rückfang.
wie das im ganzen Bus von ihr, wie ich erzähle, ja, 100 pro. Das wäre so ich. Das wäre echt so ich. Weißt du, egal wen ich kennenlerne, das Erste, was ich mache, ist, da habe ich mich verletzt. Ich erzähle eigentlich nur von meinen Verletzungen. Und die Leute nur, will ich nicht wissen, aber hi. Und ein Schild dran hängt, habe ich vergessen zu schreiben, so vor lauter Begeisterung. ja, ich erzähle gern von meinem Babychen. Ich find's lustig. Mittlerweile kann ich echt drüber lachen. Solange nichts Ernsthaftes passiert, tatsächlich. Wenn's wirklich mehr ernsthaft ist, dann lache ich dann natürlich nicht drüber. Wobei, gut, oft zieh ich's auch wirklich ins Lächerliche, einfach weil ich selber Schiss hab. Wie das mit meinem Fuß, das habe ich auch ins Lächerliche gezogen. Aber ich hatte echt Bammel. Und zu Recht. Aber Dufte, habe ich dich jetzt wieder eingeholt? Die Sultana ist aufgewacht. Die Palastärzte haben mir versichert, dass ihr langer Schlaf keine bleibenden Schäden hinterlassen hat. Guckst du mich und sagst, ja, ich war und ich bin eine Wilde. Bin zu deiner Bus. Wie ich ihre Hoheit kenne, wird sie schon bald ihre Bemühungen wieder aufnehmen, die Regierungsgewalt dem Volk zu übertragen. Ah, ich hab die nie geholt, ich hab nur... Ah! Wie hast du das denn... Hattest du eine andere, mit einer höheren Klasse gestartet? Oder nochmal mit einer anderen Klasse von Anfang an? Ich weiß gar nicht, welche Klasse du noch hast. Also du hattest ja den Heiler und noch irgendwas anderes. Glaube ich. Wie auch immer sie sich entscheidet, ich werde an ihrer Seite stehen. 100% EP-Bonus bis 70. Du glücklicher. Die Sicherheit unseres Landes stets im Blick. Du kannst das Spiel schön aus. Ey, ich auch. Ich bin nur leider nicht zu einer Zeit eingestiegen, wo es EP-Bonus gab. Ich hatte halt die Arschkarte. Weil ich das Spiel ja sowieso schon 2 Jahre besessen habe. Bevor ich angefangen habe zu streamen. Bis gleich, Daddel. Die Hingabe ihrer Hoheit ist ein leuchtendes Beispiel für uns alle. Doch Uldar braucht einen gesunden Wettbewerb, wie es unser Wappen schon seit jeher verkündet. Kommst du automatisch, wenn du das dort ausblockst? Ja gut, das ist ja sowieso. Das weiß ich. Erst im Wettstreit mit unseren Rivalen ergreifen wir Chancen und schaffen Innovation. Ich vergesse es nur oft, mich in der Stadt auszuloggen. Das scheint mir nicht der geeignete Zeitpunkt für regierungspolitische Experimente. Der ist 61, dann fiel mir der Roten Magier so gut. Hier ist es 64. Ah, okay. Das klingt, als hättet ihr Informationen, die uns noch nicht bekannt sind. Ja gut, ich bin 62. Also noch nicht ganz so weit. Wie war noch gleich der Name des galäischen Schlachtschiffes, das über dem Silbertränensee abgestürzt ist? Ach ja, die Agrius. Den Ingenieuren des Kaisers ist es gelungen, ein Schiff von ebenbürtiger Kampfkraft zu konstruieren. Naja, das ist wirklich nice. Springt das schnell von der Arena. Wie lange ist das her? Und ist das Schiff voll einsatzfähig? Der Jungfernflug war ein Erfolg, wie ich mir sagen ließ. Ich kann Kaiser Varys es kaum erwarten, das Schiff in der Praxis zu testen. Ich dachte, ich fliege schon oft von der Arena. Lasst uns den Schaden beheben, den Teleji Adeleji angerichtet hat, und unseren Start für die Konfrontation mit dem Kaiserreich wappnen. Treadwinds und Floor Tanks. Okay. Ich fand die Dragoons immer interessant. Den meisten Schaden machen Dragoons von unten ein der Glück, Arena. Dass die Sultana wieder bei uns ist. Es wird sicher etwas dauern, bis sich der Scorpio-Kreis neu formiert hat. Aber das Schlimmste sollten wir hinter uns haben. Uldar hat sein Schicksal wieder in der Hand.
Nun muss auch ich die Zügel des Meinen ergreifen. Oh, das geht doch eh in die Hose. Ich habe beschlossen, die Kristallstreiter aufzulösen. Vielen lieben Dank für dein Follow und herzlich willkommen hier. Mach's dir bequem. Problem mit den Dragoons ist ja nicht, dass sie keinen Schaden machen, sondern dass die den Animationen-Look falsch einschätzen. Aber das wäre wahrscheinlich nichts für mich. Obwohl ich echt Interesse am Dragoon habe. Diejenigen, die mit dem Verräter ja, bei mir wieder viel Übung haben, wird man jagen und festnehmen. Wenn sie wenigstens einen Funken Ehre im Leib hätten, würden sie sich freiwillig ergeben. Aber das wird wohl ein frommer Wunsch bleiben. Ach ja, die Kristallstreiter. Die Vorreiter eines geeinten Eorzeas sollten sie sein. Ein hehres Ideal, das durch den Schmutz gezogen wurde. Wer ist denn hier piepsig? Was für piepsig? Bitte? Ich will fast alle, außer die Tankklassen. Die Tankklassen will ich nicht. Doch nicht. Aber ich weiß nun, dass ich selbst es war, der ihm Tür und Tor geöffnet hat. Danke, bitte sehr. Ich hoffe, es geht dir gut. Und wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank. Wie so oft warst du es, die mir neue Hoffnung gegeben hat. Oh, das kann ich gut. Und deinen Mut will ich mir zum Vorbild nehmen. Dann tu das! Lass uns unsere vermissten Kameraden finden und Eorzea erneut ins Licht der Morgenröte tauchen. Kristallkommandant Leveilleux hat ausgedient. Von nun an bin ich wieder bloß Alfino, stolzes Mitglied des Bundes der Morgenröte. Ja, mehr warst du auch bisher nicht. Jeder seiner Pläne ging da hinten los. Wirklich jeder. Warte mal, da. Oh. Hier bringt mir sowieso nichts mehr. Ah, der Dragoon hat einen Backjump. Die nutzen die gerne mal, um von einem Boss wegzuspringen. Wenn dieser unter sich eine AOE macht. Das Problem ist, dass die Hitbox des Dragoons erst die AOE verlässt, wenn der Charaktermodell den Boden nach dem Sprung berührt. Vorher steht er vom Animationlook weiterhin direkt am Boss. Ah je. Bei der Hitze geht sogar die Esskultur flöten. Gerade die Kartoffel in den Topf mit Möhrchen. Ach, wie ist geparkt. Wir kippen ein bisschen Pfeffer rein, Haufen frische Petersilie und weil es so heiß ist. Die Bechamelsoße einfach darüber geballert und verrührt. Sieht mal dunkel, aber gar nicht schlecht aus. Schmeckt sogar. Dann lass es dir schmecken, Daddel. Achso, jetzt habe ich vergessen zu lesen. Egal. Hier ist noch mit Käse überbacken. Ja, mit Käse überbacken. Mit Käse schmeckt alles besser. Na, fast alles. Ja, wenn man einmal vergisst zu lesen. Bye bye. Ich bin ja gar nicht mal so schlecht. Bin ich nachher vielleicht nicht ganz so heiser. So, wo darf ich jetzt wieder hinrennen? Okay. Aber schön, dass wir jetzt wieder... Also wir konnten hier vorher sowieso überall hinreisen, aber wäre legal hinreisen dürfen. Ja, wir wollen mit FF14 anfangen. Bei Steam das nochmal plus das Addon holen. Da reicht das mit Addon. Oh Gott. Das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe mir damals die Addons dazu gekauft. Also im Nachhinein nochmal gekauft. Aber ich meine das so... Ich weiß gar nicht. Ist im normalen Heavensward schon mit drin? Super!
Würde auch gehen. Ist eine gute Idee, ich mache das mal so ab Herbst. Überbacke ich die Dinger gerne. Wir reden über Essen. Ja, ist mir klar. Ich will das Ding haben. Oh! Und. Es gibt eine Complete Edition, da sind alle Addons drin und ich glaube, ist auch ein 10er günstiger oder so. Ich muss erstmal for free zocken. Stimmt. Wie Kaya. Kaya zockt ja auch for free gerade. Denke ich. Glaube ich. Gut, da ist irgendwas umgekippt oben. Oder runtergeflogen. Nicht die Steam, sondern die Retro-Version. Nee, Skondo, kommst du eh nicht rum. Ja, ich habe damals tatsächlich den Fehler gemacht, ich bin übelst bereit. Oder was heißt Fehler, aber... Ich hab's halt damals über Steam gemacht. Ich glaube, ich mache fast alles über Steam sogar. Aber ich habe halt damals tatsächlich nur mit... Arim Reborn gestartet. Und mir dann erst die... Zusatzinhalte später geholt. Kein Game Time Cards einlösen. Gut, das weiß ich tatsächlich nicht. Das weiß ich nicht. Kristallkommandant Livieux. Und Aidaria. Ha! Ich hab's doch gesagt. Ihr lasst euch nicht so leicht unterkriegen. Mhm. Und du auch nicht, Reol. Vergebt mir, dass ich euch in all das hineingezogen habe. Dass man in allerhand hineingezogen wird, wenn man sich als freiwilliger Kämpfer meldet, war uns doch klar. Aber auch wenn uns diese intriganten Schweine kalt erwischt haben, wir stehen immer noch für unsere Ziele ein, für die Freiheit Eoseas. Mhm. Genau, für die Freiheit Eoseas. Ja, Tachchen, hi. Ja, nicht mehr. Also, nur halb. Ich danke euch, ihr seid wahre Freunde. Umso schwerer fällt es mir, euch zu sagen, warum ich gekommen bin. Komm schon, Alfino, wir wissen doch, warum du hier bist. Dein Verantwortungsgefühl sagt dir, dass du die Kristallstreite ordnungsgemäß auflösen musst. Stimmt's? Das verstehen wir auch. Wir haben uns beraten und sind übereingekommen, dir auch weiterhin zu folgen. Aber wie meint ihr das? Wie wollen dir weiter folgen? Auch wenn die Kristallstreiter nicht mehr offiziell existieren, so streite ideal doch weiter fort. Wir werden die Ziele hochhalten, die du uns gegeben hast. Wir wollen dem Bund der Morgenröte helfen, wenn viele hier suchen und die anderen. Wir wollen weitermachen, es gibt keinen Zug, nur eine Zukunft. Also ich kann das nicht sagen, habe die Steam-Sache, aber kennst du nicht anders. Ja, ist bei mir halt genauso. Also, ich habe bisher mit der Steam-Version überhaupt keine Probleme. Aber, ja. Und wie du schon sagst, ich kenne es halt auch nicht anders. Aber, Reol, Ariane, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Einfach, danke. Jetzt fange ich an zu flennen. Ach, ey, komm. Ich halte nicht viel von Alfino. Ich halte nicht viel von ihm. Kind. Schließen. Weiter labern. Und bei der Hälfte. In Ishgard mit Cid sprechen. Juhu. Ich weiß noch, wie damals Leute über die Steam-Version geflucht haben. Kam hier ganz knapp vom HW-Addon, glaube ich, und. Zum Beispiel wurden keine Pre-Order-Bonis angeboten. Keine Digital-Collectors. Wir hören einen Kumpel noch jetzt heulen, wer die nicht bekommen konnte.
Weiß ich, dass es extra eine Collectors Team gab. Also, ich weiß gar nicht. Also Shadowbringers hatte ich mir, glaube ich. Nee, nicht als Collectors, das hatte ich mir im Nachhinein geholt. Aber Endwalker hatte ich mir jetzt als Collectors geholt. Vorbestellt. Aber gut, ich bin auch sehr, sehr spät eingestiegen. Ich bin ja schon eingestiegen, da kam gerade Shadowbringers raus. Da kann ich das auch für den Account nachkaufen. Yep, das hatte ich damals auch gemacht. Zumindest bei einer Sache. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich das gemacht habe damals. Das ist schon 2 Jahre her, ey. Mich hat so damals geärgert, dass ich glaube, ich hatte so ein 3-Monats-Abo und ich habe nicht gespielt, weil ich mit dem Spiel nicht klarkam. Achso, warte mal, das will ich gar nicht. Nein, will ich nicht. Ich habe mich gerade aber voll verklickt. Da wollte ich hin. Och, komm. Entstand, weil ich die Diskussion schon länger nicht mehr hatte. Jetzt aber auch nicht interessiert, welche 14 Seiten ich habe. Und noch vor AR, ob es nur die Bücher gab. Als das R rauskam, hatte ich noch nicht mal einen PC. Da habe ich noch gesagt, nee, online spiele ich nicht. Nein. Mit dir reden. Ja. Ach, dahin, dahin. Ja, da, 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 da. Ich habe nur das Geheule damals von den Steam-Spielern mitbekommen, die einige Bonis nicht bekommen haben. Na gut. Ist dann ärgerlich. Oh Gott. Ja, aber oh, ja, ja. Da, da, da. Da, da. Noch mehr Gelaber. Hörchen. Hallo, mein Schnuggetchen. Hallo. Alles ist bereit, Emma. Kann ich das in den Dungeon machen? Ah, sehr gut. Dann willst du es also wirklich darauf ankommen lassen. Verzeiht meine Verspätung, Großmeister. Ich komme gerade aus der Werkstätte. Der Mana-Schnitter ist fertig und einsatzbereit. Wir haben schon viel zu viel Zeit verloren. Jetzt haben wir endlich das Mittel, die Barriere zu durchbrechen. Wenn Alfie Noah es nicht vorgeschlagen hätte, wäre ich nie auf den Gedanken gekommen, das Gespräch mit den Drachen zu suchen. Gut, das weiß ich gar nicht. Ich meine, man muss Weltenreisen machen, aber ich glaube, da kennt sich der andere Dufte besser aus. Als ich. Es ging zwar nicht ganz wie geplant, aber ich würde sagen, unsere Reise hat sich auf eine andere Weise durchaus gelohnt.
Da hattet ihr mehr Glück als Verstand, euch und Ishgard in solche Gefahr zu bringen. Ich traute mir meinen Ohren nicht, als ich davon hörte. Ja, ich denke auch. Mit jemandem wie Eisharz zu kooperieren ist Häresie, ich weiß. Aber in diesem Fall war es im Interesse Ishgards. Dank ihr war das Gespräch mit Rhyswege erst möglich. Ein Gespräch, das allerdings recht ergebnislos verlief. Nun, in diesem Fall war der Weg wichtiger als das Ziel. Immerhin haben wir Nitoks Aufmerksamkeit von Ishgard abgelenkt, indem wir seine Tioman töteten. Und haben dadurch den Großangriff auf Ishgard verhindert. Gut, damit haben wir etwas Zeit gewonnen. Aber unsere magischen Barrieren und Verteidigungsanlagen konnten wir in dieser kurzen Zeit nur ansatzweise wiederherstellen. Wir sind keineswegs sicher. Und genau deshalb scheint es uns am besten, das Nest des Drachen mit dem Mannerschnitter anzugreifen. Ist es nicht so, Estinien? Nitok ist kein gewöhnlicher Drache. Aber mit diesem Auge halte ich die Quelle seiner Macht in meinen Händen. Damit können wir ihn besiegen. Nee, er ist auf meiner Freundesliste. Natürlich unter der Annahme, dass die Kriegerin des Lichts sich an der Mission beteiligt. Eine, die schon mehrere Prima-E überwand, kann auch Nitok unterwerfen. Dann werde auch ich euch begleiten. Ich nehme an, ihr habt noch weitere dieser Fluggeräte parat? Großmeister Emmerik, ihr dürft euch nicht in solche Gefahr bringen. Schnuckelchen. Nein, wie weißt du gar. Wenn eine Fremde bereit ist, sich für Ishgard zu opfern, werde ich nicht zurückstehen. Ich habe geschworen, unsere Stadt zu verteidigen. Und das und denke ich hiermit zu tun. Du Pupsi ist böse. Kann trotzdem mal rüberhoppen und Winke-Winke machen. Ja, Winke-Winke! Drachen zu töten ist die Aufgabe der Dragoons. Dein Platz ist hier. Die Verteidigung Ishgards liegt in deiner Hand. Aber ich kann euch doch nicht... Kannst und du wirst. Sei vernünftig. Wer soll die Stadt beschützen, falls wir bei unserer Mission scheitern? Wir können nicht so einfach an deine Stelle treten. Es ist deine Aufgabe, das Volk zu führen. Ich merke ihn dennoch nicht. Ihn auch nicht. Du magst ja ein paar Zaubertricks auf Lager haben. Aber für diesen Kampf reichen deine Fähigkeiten nicht aus. Kind, bleib zu Hause. Ihr sagt eure Meinung sehr unverblümt. Aber ich muss euch wohl recht geben. Diesmal wäre ich euch keine große Hilfe. Der ist bescheuert. Ja, aber das tragen Dragoons normal. So, als hätte ich alle Freiwilligen erfolgreich entmutigt. Aber ich mag ihn trotzdem nicht. Also die Rüstung ist cool, aber ich mag ihn. Aber wer auch sonst. Dann lass uns den Drachen unterwerfen. Zum zweiten Mal in der Geschichte. Ja, ich will aber den Drachen nicht töten. Ich mag Drachen. Darf ich ein Veto einlegen? Hab ich Vetorecht? Ich will nicht. Ich wollte den letzten Drachen schon nicht töten. Warum darf ich keine Wahl treffen? So eine Entscheidung. Wäre doch super. Vendetta-Quelle. Veto? Nö. Ja, ich merke das schon. Weißt du, ständig muss ich in Spielen irgendwas tun, was ich nicht tun will. Das ist doch unfair. Ich meine, fragt mich auch mal einer nach meiner Meinung? Oder wenn ich einen Haufen Scheiße transportieren muss? Fragt mich jemand, ob ich diesen Haufen Scheiße transportieren will? Nein! Die gehen einfach direkt davon aus, dass ich das tun will. Dabei will ich das nicht tun. Ich sage nein. Einfach nur nein. Außerdem habe ich hier einen Bogen von Nidok. Nein. Nein. Aus. Das ist der falsche Ort. Das Skyrim-Spiel ist jetzt ein Postfach, wenn ich dir ein Skyrim-T-Shirt mitbestellt.
Alles gut. Ich will das Ding haben. Ah, die dicke Katze. So, und wo lande ich diesmal? Oh, das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir nicht. Nee, nee, nee. Nestesdrachen nun zugänglich. Mhm. Okay. Ja, bereit dafür. Eigentlich nicht, aber... Eigentlich doch, aber... Ah, aua. Muss ich nicht. Ich will nicht anvisieren. Ach ja. So, wer will noch mit? Wer will noch mitleiden? Ja, du sowieso. Ah, sehr geil. Warte mal. Tada. So, ich weiß nicht, ob Hybrid noch will. Weil dann würden wir noch kurz auf ihn warten. Thank you.